Gucken wir mal kurz. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Kann ich jetzt auf mein Lager zugreifen? Und ihr die Rüstung rausgeben, bitte? Ja. Zieh die mal an. Ja, sieht fast genauso aus, nur in Schwarz. Die Rüstung hat 14. Seine hat nur 9 plus die zusätzliche Schadensreduktion. Was ist mit der Rüstung? Die sieht sogar ziemlich stattlich aus. Stich, Gefrieren, Erholungsgeschwindigkeit, Verteidigung, Schadensreduktion, da sie gut ist. Aero Birke. Das ist eine ziemlich gute Rüstung eigentlich. Das ist... Das ist eigentlich das Schöne. Gibt zweite Chance bei Bewusstlosigkeit. Stichsicher, zweite Chance, Verfassung plus 1. Geschwindigkeit, Fernkampfabwehr. Du trägst gerade Gambos-Sonne, gute. Kann ich dir nicht irgendwas Besseres geben? Ja, wie wär's mal mit der Gambos-Sonne? Überleben und außergewöhnlich. Ja. Weil Gambos sonst steht ihm eigentlich recht gut. Kann ich noch einen Attributsboni Intellekt hinzufügen? Oder Gewandtheit, Entschlossenheit. Entschlossenheit klingt gut. So. Das klingt sehr gut. Und ich würde gerne diese Rüstung dann nehmen. Treu. Was bringt Treu? Ach so, diese Sachen hier. So, die sehen nämlich gar nicht mal so schlecht an mir aus. Kann ich dir noch was geben? Ja, Gewandtheit. So. Sehr schön. Trotzig. Rüstungsreduktion, Gesundheit. Ah ja, Schadensreduktion. Du hier könntest noch eine bessere Rüstung vertragen als eine gute Gambosson. Haben wir da noch was für dich? Wie sieht eigentlich Sarganis Bogen aus? Ja, der ist schon so gut wie möglich verzaubert. Weil sonst hätten wir hier noch einen guten Jagdbogen gehabt, aber das ist ungefähr dasselbe. Du brauchst noch eine... Du könntest noch einen Helm vertragen, aber wir haben gerade keinen Helm. Schade. Nee, und eine gute Rüstung für dich haben wir leider auch nicht. Ah, eine Lederrüstung vielleicht. Bei der Fellrüstung sieht sie wahrscheinlich ziemlich komisch aus. Ja, die Lederrüstung passt da besser. Gegenstandstyp sortieren. Meine Robe ist sicher nichts für sie. Nee. Ja, okay. Sie sind alle mal ein bisschen besser ausgerüstet. Du kriegst noch Intellekt. Ja. Und dann rasten wir mal kurz. Das Erneuern bringt wahrscheinlich nichts. Weitlandpfade, Wissen, Überleben. Dann tun wir mal das hier hinzufügen. Right. So, sehr schön. Was, das hat jetzt das andere überschrieben? Okay, schade. Ich dachte, das... Wahrscheinlich, wenn wir in der Wildnis so rasten, bleibt das bestehen dreimal.
Aber okay, so. Geschwindigkeitsmuskel wir rausnehmen. Wie weit ist der Ausbau? 4 Stunden. Ich würde jetzt am liebsten 4 Stunden warten und mich dann in meinem neuen Gemischwarenladen umschauen. Aber das kann ich dann wahrscheinlich wieder auf dem Rückweg machen, wenn ich aus Trutzbuch raus bin. Ich überlege gerade, soll ich die Mutter wieder rausnehmen und dafür Alof wieder reinsetzen? Ich denke mal ja. Das heißt zurück in die Leuchthöhle. Dann hat Alof jedoch keinen Bonus mehr. Nee, dann bleiben wir bei der Mutter erst einmal. Bis wir... Ist die Frage, soll ich jetzt gleich zum... gleich nach Trutzbucht oder soll ich nochmal die Feuerfälle, die Höhle ansehen? Mir die Höhle ansehen. Ach komm. Schließen wir die Feuerfälle auch gleich mit ab. Was auch immer in der Höhle... Oder versuchen es zumindest. Es kann ja nichts so Schlimmes in der Höhle lauern. Halle der Magieschmiede abgeschlossen. Sehr schön. Ringmauer, Kuriositätenladen, Kapelle. Wie erhöhe ich Macht? Übungsgelände, Machtbonus. Genau, dann ist jetzt das Übungsgelände dran. Auch wenn ich schon ziemlich viel Sicherheit habe, noch mehr Sicherheit kann da nicht schaden. So, entweder ist das eine kleine Höhle mit einem großen Drachen. Oder das ist ein Schatzfort. Ich sehe da jedenfalls einen Haufen Gold rumliegen. Okay, das ist keine kleine Höhle. Und hier zieht's wie... Ein Tempel zu Margaret, wenn es ever was one. That's how you know she's excited. Außergewöhnliches Kriegsbeil, das ist schon mal nicht schlecht. Hitzewellen steigen auf. Was ist das? Verbrannte Dame. Geringe Farmenfäule und ein Xaurib-Meister. Okay, geringe Flammenfäule. Sauer Hohepriester. Verängstigt mal alle. So. Und weg mit den allen. Und weg mit dem da oben noch. Okay, das ging ja einigermaßen. Du warst ein Bogenschütze. Trank der starken Regeneration, Edder. So, dann verpassen wir Edder und... Erstmal machen wir einen Quicksave, bevor ich das mache. Weil wenn der Gegner da zu stark für uns ist, dann bringt das auch nichts, wenn wir die beiden hier ein bisschen füttern. So. Ready, Watcher. Das Ding geht einmal pro Ruhephase, okay. Ja. Das heißt, die beiden aktivieren ihren Trank des unheimlichen Schützens danach. Okay, saure Hohepriester. So,
Du nimmst einen Trank des unheimlichen Schützens und du nimmst einen Trank des unheimlichen Schützens. Trank der Eisenhaut? Hm, warum nicht? So. Du versuchst mal mit deinem Schrei. Und dann Angriff. Und Level Up, wenn ich richtig gehört habe. So, und Edda, der spackt da ein bisschen rum. Genau, ein Level Up für mich. Sehr schön. Acht Punkte Mechanik. Alles in Mechanik. Gut. Schnelle Zielerfassung. Nutzer plus Nachladegeschwindigkeit. Ach so, minus 7 Genauigkeit. Verteidigungsbildnis. Die zwischen Wahlen von einem Förderer sind durch beide Verteidigung erhalten. Verbindung des Vorbereitung. Bindende Wurzeln. Teuflischer Schütze. Minus 20 Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Bindende Wurzeln, Vorbereitung. Zweimal pro Begegnung niederschlagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Oder 50 gegen Zeitschaden. Hm. Verbindung des Pirsch, wenn die gleich. Schnelle Zielerfassung. Ne, nimm mal Vorbereitung und erledigt. Okay, Vorbereitung macht jetzt Fenris selber. Ja. Und ich habe Tränke verbraten, die für den leichten Kampf jetzt verbraten. Wahrscheinlich kommt jetzt der richtige Kampf. Secrets whisper here, I shall listen for. Oh, meine Güte. Keil der Stille. Der junge Drache neigt seinen riesigen Kopf zur Seite und schaut dich an. Er schickt dir einen Strom Worte direkt in deinen Verstand. Glühen, brennen, Funke. Du Zwergding, du willst mir meinen Funken nehmen, richtig? Angreifen, klar, warum nicht? Genug Geschwätz, ich werde jetzt einfach gehen. Was ist der Funke? Der junge Drache windet seinen Körper schützend um etwas herum. Funke ist ein Stück heiße Kohle, warm, glühend, wunderschön. Er dreht seinen Kopf um die aus einer Schlitzpupille, um dich aus einer Schlitzpupille anzusehen. Eines Tages werde ich ein brennendes Ding werden, hell und schrecklich wie mein Funke. Ich bin wirklich nicht gekommen, um deinen Funken zu nehmen. Lügner, der junge Drache brüllt. Du willst ihn mit deinen kalten, schmutzigen Pfoten stehlen. Okay. Keil der Stille. Bist du ein junger Jungdrache? Ja. Okay. Wo ist denn meine Mutter, die Mutter gerade? Ach, die hat's umgehauen. Und jetzt hat sie es ganz umgehauen. Okay. Diesen Kampf können wir noch lange nicht gewinnen. Diesen Kampf können wir wirklich noch lange nicht gewinnen. Dafür brauchen wir mindestens wirklich Stufe 12 schon. Und die meisten in meiner Truppe sind 9. 8. Ich bin jetzt gerade mal Stufe 9, oder? Ja,